aus Abschaum. Ich baute riesige Bögen aus bloßem Eisen. Alles zu seinem Ruhm, dem Ruhm des Erbauers, unseres Lehrers. Alles, was ich jemals tat, ich tat es für ihn. Er weiß das, denn er weiß alles. Ja, Karas heißt euch sehr herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Project 2, dem Metal Age im Finale. Ralf ist wieder an meiner Seite, grüß dich. Grüß euch. Und er sollte mal lernen, weiter vom Mikro wegzugehen, wenn er spricht. Was, wirklich? Nein, der Karas. Ach so, nicht du. Dachte schon, so was. Nicht du, der Karas, weil das immer so quietscht. Ja, stimmt, das dachte ich mir auch. Yeah. Und es wurde Licht. Unser natürlicher Feind eigentlich, aber... In dem Fall brauchen wir es leider. In dem Fall brauchen wir es, so schaut's aus. Also wie ich das jetzt richtig vorhin verstanden habe, dürfen wir jetzt, wo wir diese Sabotage angefangen haben, nicht mehr entdeckt werden. Ein Bantamknoten. Ein Arbeitstisch. Oh, hallo Auge. Hallo Dicker. Da oben ist ein Sender. Der Dicke scheint aber auf jeden Fall gerade... deaktiviert zu sein, im Gegensatz nee. Zu dem da hinten. Er bewegt sich auf jeden Fall nicht. Ja, er schaut halt nur in die Richtung. Achso, okay. Das ist so hell da drin. Ich mag das nicht. Mach's weg. Also ich möchte das nicht. Schauen wir erstmal da rein, wo es jetzt aufgegangen ist, dadurch, dass wir es hell gemacht haben. Ja. Haha! Ein Efeu-Pfeil. Von der guten Victoria gespendet, die hier überall ihre Pflanzen verteilt hat und dann gestorben ist. Okay, ich muss mir da mal ein bisschen die Story dazu anschauen. Ich weiß da halt gerade gar nichts davon. Ich weiß nur, dass Karas ein bisschen abgeht. Ja, nee, im Finale war es halt so, dass Victoria halt die Kathedrale gestürmt hat und überall halt ihre Pflanzen-Dings rumgeschossen hat. Okay. Okay, ansonsten ist dieser Raum vollkommen sinnlos. Sehe ich das richtig? Sieht fast so aus, dass die zwei Efeu fallen. Es gibt irgendwo an der Decke halt was, wo du die Efeu-Pfeile vielleicht anschauen kannst. Das ist gerade auch nicht so. Oder auch dann. An der Wand gibt es keine Plattformen oder würde ich mal sagen. Und das setzen wir jetzt mal kurz an. Lass mal schauen, was hier unten ist. Was dahin geht. Haben wir ohnehin Darkness, das heißt. Der ist auf jeden Fall wieder ein normaler Typ. Sehr schön, packt den Knüppel aus. Ja, da drin ist es auch so hell. Gehe erstmal in die dunkle Ecke. Sehr gut, nur eine SMS, das heißt, wir müssen nicht unterbrechen. Ich wollte gerade schon. Da läuft ein Dicker rum. Okay, hier geht ein Aufzug nach unten. Ich überlege gerade, diesen zu nehmen. Andererseits können wir uns hier noch ein bisschen umschauen, wenn Ralf seine SMS tippt. Hier ist definitiv auch so ein... Hoppla. Hier ist definitiv... Da ist auch ein Sender. Shit, ey. Wie viele Dicke laufen jetzt hier rum? Zwei, glaube ich. Also ich sehe jetzt gerade einen. Da hinten sind zwei so normale Dudes laufen da rum. Ich glaube, dem seine Route gefällt mir gerade nicht. Okay. Ich glaube, den snacken wir uns gleich. Oh yeah, baby. Ja, war schön. Bye bye, du Loser. Gut. Und auch schön hinter dem Pfosten ausgeschalten. Werden die Menschen stutzig, wenn sie... Wenn sie dagegen laufen. Ah, okay. Hm, mein deaktivierter Roboter. Ich laufe mal dagegen. Oh mein Gott, was ist geschehen? Der Kleine wird jetzt aber checken. Das ist ärgerlich. Nein. Ach so, okay. Natürlich. Snack ich mir mal. Siehst du irgendwo ein Kameraauge? Nee, ne? Nee, hab ich nicht. Was war das? Der klang irgendwie... Mechanisch. Ja. So ein bisschen. So,
vielleicht mit dem bewusstlosen Körper in irgendeine dunkle Ecke verschwinden. Wer weiß, was Karras für perverse Experimente an seinen Dienern vollzogen hat. Es hieß ja auch in diesem Tagebuch irgendwie, dass viele von den Dienern irgendwie wie hirnlose Puppen klangen. Vielleicht hat er die tatsächlich irgendwie so ein bisschen umgebaut. Ich bin ein Abbild seiner selbst. Die klingen tatsächlich irgendwie nicht so ganz menschlich. Ja, der hatte auch kein Gesicht, der hatte so eine Maske auch auf. Ja. Sehr interessant. Aber egal. Jetzt schläft er erstmal den Schlaf der Gerechten. Nee. Ja. Lassen wir ihn da liegen. Vielleicht wird er wieder klar, wenn wir... Er wird sowieso gesprengt, wenn die Kathedrale in die Luft fliegt, also von daher... Dann ist das natürlich relativ irrelevant. Ich bin schon sehr auf die Schlusssequenz gespannt, weil die habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Das ist mein erstes Mal mit dir. Oh. Moospfeile. Okay, und hier geht ein Aufzug nach oben. Allerdings kann man den nur von oben scheinbar betätigen. Vielleicht kann man mit dem Moospfeil hochklettern. Nee, aber lass mich auf eine... Ah, doch, hier ist der. Ich würde mich da nicht hinstellen. Hallo? Es kommt, glaube ich. Es braucht nur eine Weile. Als ich die Ruinen der Welt der Vorwohner vorstelle, fand ich die Werkzeuge, die der Erbauer mir hinterlassen hatte. Warum gab es diese Dinge, wo doch alles vernichtet war? Ich bin froh, dass ich ihn gerade nicht verstehe, ehrlicherweise. Weil er hat sich noch mit keinem einzigen Satz wiederholt, wie viel die ihn da wohl einprogrammiert haben. Ich schätze jetzt mal, dass die Sätze hier an bestimmten Stellen leicht geskriptet kommen. Oder könnte ich mir vorstellen, zumindest, ich weiß es nicht. Ich frage mich echt, ob wir jetzt ein Zeitlimit haben, aber ich glaube nicht. Das wäre in der Mission echt fies. Also sie ist so schon relativ fies wegen den vielen dicken Robotern, aber... Ja gut, aber das glaube ich mal auch nicht. Hey, wenn wir uns da draufstellen, werden wir dann transportiert. Oh, cool! Näher. Das ist vollkommen geräuschlos. Lustigerweise. Er läuft immer noch durch den Dicken durch. Ja, oh, das ist dem vollkommen egal. Voll easy. So, jetzt fahren wir hier mal nach unten, hätte ich gesagt, oder? Das klingt nach keinem Plan. Ich warte unten so ein Dicker und schießt sofort auf uns. Wobei das sein könnte, dass wir jetzt hinter diesem einen Dicken rauskommen, der da in... Ja, wobei, was ist denn hier? Experimentelle Werkstatt. Zutritt für Novizen verboten. Okay. Vielleicht hat er hier seine pervertierte Forschung betrieben, der Karras. Das wäre natürlich im Bereich des Möglichen. Frage ist, müssen wir hier überhaupt hin? Ich denke... Na, ganz sinnlos wird der Gang ja wohl nicht sein. Puh. Das würde ich mal umgehen, auf jeden Fall. Hier müssen wir auf jeden Fall entschieden zu hell, aber es sind alles elektrische Lampen. Alter, wo sind wir denn hier gelandet, Mann? Ich will es gar nicht so genau wissen. Ja, toll, Sprungfeder kannst du ja sonst wohin schieben. Wirf sie auf die Kameraaugen. Was bringen die? Die sind einfach nur, um Sachen zu bauen, oder? Ja, die habe ich halt gebraucht, um das Bauteil herzustellen. Ja, großartig. Schön, dass die jetzt noch... Ja, Wasserpfeile wären mir ehrlicherweise lieber gewesen. Verwalter, Mann, wie groß ist denn dieses fucking Seelenfort-Stingens da? Aber am Ende muss ein Signalturm auf uns warten, dann ist das doch die Mühe wert. Ich höre einen Dicken.
Was ist denn das für ein fieses Kameraauge? Ja, also an dem kommen wir auf jeden Fall mal erstmal nicht vorbei, außer wir schalten es aus. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Weg drumherum finden. Richtig. Ah. Hier sind auf jeden Fall überall so goldene Kabel. Ah, da ist ein Schalter. Wow, jetzt haben wir alles lahmgelegt. Aber dort, ja genau, die wollte ich noch aufmerksam machen. Sehr schön, ein Leuchtstab. Es werde Licht. Jetzt pass mal auf. Na super. Okay, das hat sich gelohnt. Das ist auf jeden Fall mal eine Ecke, in der du dich nicht mehr verstecken kannst. Zumindest für eine gewisse Zeit. Kameraauge ist aber trotzdem noch an, aber die Lichter sind jetzt alle aus. Naja, da können wir jetzt schnell ums Eck, ohne dass es uns groß bemerkt. Opfer. Mein Gott. Lass mal kurz nach oben schauen. Ja, im Zweifelsfall immer dahin, wo deine Stiefel trocken bleiben. Ah, Victoria hat uns freundlicherweise einen weiteren Stiefel gezeigt. Ah, okay. Ja, da waren wir schon, da unten. Ah, okay. Crunch. Naja, das ist eine Lebensscheißungsdrauf. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert. Jetzt hier Wasser. Ah, hier gibt's Wasserpfeile. Das ist Juhu! Das ist auf jeden Fall mal was Gutes. Die kann man immer gut gebrauchen. Diese vielen Robotern, die überall rumkriechen. Da gibt's noch mehr! Halleluja! Boom! Das wär's jetzt so wie bei Worms, wenn jetzt so explodiert. Oh, da waren sogar ein paar mehr, jetzt haben wir 12 Stück. Heilige Wasserpfeile. So, dann wollen wir da mal runter, ha? Huh? Magnet, das Wasser schaut so dreckig aus. Das Spiel ist von 2000. Da schaut alles dreckig aus. Also, daran könnte es natürlich liegen. Von 2000, so jung ist es noch in Anführungszeichen. Also, dass es so spät nach dem Einser kam. Naja, der Einser kam 98. Okay. Ach, schau mal, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir an dem Kameraauge vorbei. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir hier in dieser Monsterhalle hier. Oder einen Teil davon, wo irgendwo noch der Leuchtstab rumliegen müsste. Ja, der ist mittlerweile. Bald wird alles mit dem Atem des Erbauers gesegnet sein. Durch den chaotischen Vortrux, den ich erschuf. Ja, ja gut. Alles Power is off. Mich zurückgewiesen haben. Die Stadtwache, die mich betrogen hat. Die widerlichen Heiden, die geistlosen, gewöhnlichen, ja selbst die getreuen Jünger des Karras. Sie alle werden gesegnet und geläutert. Dann werden sie ihre Arme erheben und Karras preisen. Ob die Gase sie reinigen? Nein. Sie werden jammern und klagen. Was zum Teufel war das denn? Okay. Definitiv ein Grund zu laden. Aber woher kam das jetzt auf einmal? Keine Ahnung. Vor allem, wer hat das Licht wieder angemacht? Haben wir zu viel Lärm gemacht oder was? Vielleicht geht's dann wieder an. Wäre natürlich möglich. Oder dass halt, also, dass es vielleicht einfach zeitbedingt ist, dass irgendwann mal halt ein Mensch kommt und merkt, dass das Licht aus ist. Das ist doch aber sonst in dem Spiel nie so. Ja. Ich fände es jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich. Vor allem, wenn es einfach überhaupt nicht angemerkt wird in irgendeiner Weise. Also sowas würde ja normal in dem Brief drinstehen oder so. Oder vielleicht, weil wir hier in der Maschine rumgespielt haben. Das kann natürlich sein. Dann lassen wir die mal in Ruhe, hätte ich gesagt. Oder das ist halt einfach gesuchtet an der Stelle, dass wenn du dort vorbeiläufst, dass du mit mir... Wehe mir! Ich allein muss auf meine Läuterung warten. Ich muss weiterleben, um dem Erbauer zu dienen, während um mich herum die Welt durch seinen wunderbaren Atem gereinigt wird. Da steht der Typ. Ja, es wird der Tag kommen, an dem auch nicht die Erde wird reinigen. Eine große Last ruht auf meinen Sicherheitshalber, wir haben ja genügend. Doch mein Lohn wird noch größer. Er wird von Moos bespritzt.
Weisheit des Erbauers. Sieh nach, was das war. Ah, hinter ihm ist ein Schalter. Wir haben genügend Lärm gemacht und der hat direkt den Schalter geflickt. So. Aber der klingt wirklich metallisch. Ja, so ein bisschen, sehr ne? Sehr krass. Schau, da ist Schalter. Ja. Das Kameraauge ausschalten. Ja, sehr schön. Ja, da kann nämlich dieses Viech da auch nicht mehr schießen. Aber auch fies, dass der direkt bei so einem Schalter steht, ey. Ganz einfach kann man es uns ja auch nicht machen, ist ja schließlich die finale Mission. Naja, die finale Mission im ersten Teil war deutlich leichter im Vergleich zu dem hier. Ja gut, Konstantin war ja auch eine Pfeife. Er war der Waldfürst, hallo? Das ist ein Fürst, ey. Das ist dann schon unser Dritter, ne? Ja, müsste der Dritte sein, genau. Zwei weitere. Das werden wir wohl hinbekommen. Und da relativ zu wissen. Das ist ein Safe-Wert. Knipsminuten Zeit. Ja. Also 5 Minuten habe ich mir jetzt noch vorgemerkt, bis 45. Ja, genau. Krass, ey. Ich hatte gehofft, wir handeln das Ganze in einem Part ab. Können dann noch entspannt was anderes machen, aber ist deine Zeit umsonst geopfert, mein Freund. Was heißt das? Ist ja alles in Ordnung. Wir hatten halt Spaß im Finale. Ja, sicherlich. Also eigentlich bist du ein Arschloch. So ist es. Okay, das Ding hier kriegen wir nicht auf. Warte mal. Hast du mein Arschloch zu mir gesagt oder was? Was, nein, ich dachte, ich wäre das Arschloch. Miesverständnis, tut mir leid. Das geht auch nicht auf. Hallöchen. Tatsächlich, weil wir müssen da eh rein. Und der ist bestimmt nicht bewegen. Nee, egal, mach ich. Schön. Bye bye, du Loser. Ein Fehler. Ja, schon wieder. Jetzt kommen wir da einfach rein. Ich will aber noch kurz schauen, ob hier. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Denke nicht. Sonst ist hier nichts mehr. Gut, dann begeben wir uns weiter. Oh, Gesundheit, mein Freund. Hab gehustet, nicht genießt. Trotzdem wünsche ich dir Gesundheit. Vielen Dank. Die könnte ich ganz gut gebrauchen. Noch ein Flux-Spheroid. Ach, das war's. Ja. Okay, dann hätten wir ihn doch in Ruhe lassen können. Ja. Und der ist man immer schlauer. Habe ich jetzt zuletzt gespeichert? Das ist doch wurscht. Na, ich schau trotzdem mal kurz. Na, da habe ich ihn schon ausgeschalten gehabt. Ja gut, dann nehmen wir das Zeug halt mit. Vielleicht ist das ja was wert. Ja gut, würde uns auch nichts mehr bringen. Gibt ja keine nächste Mission, in der wir es ausgeben könnten. Guter Punkt. Wo gehst du jetzt hin? Geh doch einfach durch. Ist doch alles stockfinster. Das Kameraauge sieht dich doch nie im Leben. Ja, stimmt. Hier kommen wir wahrscheinlich eh nicht weiter, oder? Ja. Nee, da das ist war ja der Bereich mehr, jetzt. Ja. Weg. Habe ich da was gesehen? Nee. Lassen wir das lieber. Okay, dann haben wir jetzt die zwei Bereiche auch abgefrühstückt. Dann können wir uns wieder verpieseln. Ja. Uns vielleicht einen kleinen Überblick schaffen, wo die nächsten Signaltürme sind. Also zwar haben wir hier unten. Genau. Also wir müssen jetzt hier weiter. Da ist dann der nächste. Mit
jetzt ist wieder die nächste Frage. Wie machen wir hier weiter? Zwei Feuerpfeile haben wir ja noch, oder? Ja. Ist das Kameraauge ausschalten? Ich würde auf jeden Fall speichern und mal probieren, ob wir an allem anderen vorbeikommen. Also halt vielleicht mal einen richtigen Save machen, dass du es nicht aus Versehen mit dem Quick Save überspeicherst. Also sind jetzt wieder hier. Mhm. Wie viel haben wir jetzt schon? Drei, oder? Drei. Das heißt, uns fehlen noch zwei, genau. Dann mache ich mal einen richtigen Save. So, und dann... Wie gesagt, wenn wir an einem anderen problemlos sonst vorbeikommen, dann wäre es den einen Feuerpfeil auf jeden Fall mal wert. Jetzt muss der Dicke kommen und sich das anschauen. Yep. Dann können wir nämlich noch den ein oder anderen Wasserpfeil in den Typen. Ja, also. Wer weiß das? Nicht autorisierter Mensch. Woher weiß er das eigentlich? Was? Dass ich ein Mensch bin? Achso. Scheiße. Ich habe gespeichert, alles easy. Okay, nein, nicht der, sondern der. Okay, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz das hier kaputt machen, aber... Warten und dann nochmal ein Quick Save machen. Ja. Ich nehme schon mal den Wasserpfeil zur Hand. Jetzt sind wir in vollkommener Dunkelheit. Alter, da hinten sind nur zwei nochmal von diesen fetten. Ja gut, schauen, ob wir da vielleicht gar nicht hin müssen. Du Stück Scheiße. Oh ja. Ja, bleibt genauso. Ja. Oh, das war knapp, aber sehr schön. Autorisiert. So. Schnell dahinter. Ja, und da ist dann schon unser nächster Turm. Jetzt geht der wie Spritzebacken gerade. Ja, ziemlich. Mit Da müssen wir eigentlich nur noch verschwinden, habe ich das richtig gehört? Ja, soweit ich das verstanden habe. Was ist der Scheißturm? Cake is a lie, Aneda. Ah. Der Turm ist a lie. Immer schön in der Mitte platzieren, weil sonst macht er auf einmal Crunch. Ah! Oh, wir sind schon wieder... Ja, schon wieder ein wenig überzogen. Aber das ist Nummer 4, liebe Freunde. Nummer 5 holen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht schaffen wir es dann auch, dieses Projekt abzuschließen. Ja, das wird laufen. Ralf wird Gott sei Dank dabei sein und mir Händchen halten. Ja, das überlegen wir uns noch, ob wir das wirklich machen. Und ich werde auch da sein und fertig spielen. Bis dahin, ciao Leute. Ciao.